Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der Landersohm. So, ich würde sagen, das wären jetzt hier die letzte Folge auf alle Fälle. Ob wir es ganz schaffen, weiß ich nicht. Die Bahnen sind eigentlich jetzt mittlerweile kürzer geworden. Deswegen kann sein, dass es reicht. Aber ich will jetzt mich nicht festlegen. Schön wär's. Da würden wir nämlich heute auch noch weiter am Tag noch was schaffen. Weil, ja. Das ist halt hier tatsächlich gerade ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Stress, was ich hier hab. Stress würde ich jetzt, jein. Positiver Stress, also mir macht das ja hier Spaß, ansonsten würde ich ja das nicht machen. Ich habe gerade, im Office hier, um ein bisschen weiterzukommen, habe ich einen Stream geguckt. Und da war es mal so gefragt, wie viele Spielstunden ich schon auf der Landersohm habe. Ja, wir können ja mal gemeinsam gucken, damit ihr es mir glaubt. Ja, ich spiele sie jetzt seit, ich will jetzt nicht lügen. Muss tatsächlich jetzt überlegen, wie viel, also für den Freitag, in Freitag habe ich nicht angefangen, das weiß ich noch, aber welcher Tag das jetzt war, eieiei, das weiß ich tatsächlich nimmer. Ja, gut, ist halt jetzt halt so, ist blöd gelaufen. Ja. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Also, ich würde sagen, wenn ihr die Folge seht, vor 3 Wochen angefangen. Das kommt eigentlich hin. Ich habe angefangen, da war ich krankgeschrieben. Ich hatte dann danach 14 Tage Urlaub. Warte mal. Genau. Genau. 3 Wochen. An dem Tag, also mein, wo ich krank war, in der Woche, den Freitag habe ich angefangen. Und, ja. Ich habe gerade eben, wie gesagt, da ging es darum, wie viele Stunden. Und der meinte 75, kann man eigentlich noch 10 Stunden abziehen für Hofbau, weil der hat sich seinen eigenen Hof gebaut. Der Jute. Und der ist jetzt schon im zweiten, also jetzt im ersten kompletten Jahr. Ja, da bin ich ja noch weit von entfernt, wenn man sieht, dass ich erst im September bin. Das ist noch weit entfernt. Aber es ist auch nicht weiter schlimm in meinen Augen. Das Wichtigste ist ja jetzt erstmal, dass wir hier vorankommen. Ich habe mal jetzt ja, Interesse dabei geguckt. Ein Schwein habe ich jetzt mittlerweile gekauft. Ich weiß, weil ich Schweine tatsächlich
seit gefühlt seit 19 Jahren nicht mehr gemacht habe. Außer jetzt bei der LPG, aber da ja, habe ich jetzt das, was gebraucht wird, tatsächlich nicht gemerkt. Deswegen müsste ich jetzt noch mal gucken. Ich werde ja, Körnermais, Sonnenblumen werden gebraucht. Dadurch, dass es das Feld ja auch bis jetzt nicht wirklich gedüngt ist, das Sonnenblumenfeld, werde ich mir noch ein Körnermaisfeld besorgen. Aus dem ganz einfachen Grund, ja, wir brauchen es. Mittlerweile ist hier auch was Neues auf dem Hof entstanden. Da hinten sieht man es. Die Halle ist nämlich weggekommen, die da stand, und es ist jetzt vom das Ding drauf. Die Halle von vom Update. Ballenhalle. Da drinnen sollen dann halt die Maisballen dann gelagert werden. Ich hoffe bloß nicht, dass es zu viele werden, weil da passen ja auch nur eine gewisse Anzahl X. Und ja. So. Da sind wir ja gleich noch mal voll wieder. Oh, 12.000 Liter sind schon mal wieder drin. Ich hatte, ja, immer habe ich bis heute abgefahren. Es sind jetzt mittlerweile aber auch schon 239.000 Liter im Lager wieder drin. Also an Kartoffeln sollte es eigentlich für die Schweine nicht mangeln. Und dadurch, dass ich mir ja wirklich hier größtenteils nie vorspule, wenn man es mal so sieht. Ich habe ja noch nicht einen Tag vorgespult. Also nur die Nächte. Aber nie einen kompletten Tag. Da sieht man mal, was ja dann doch eigentlich alles so für was Zeit hier drauf geht, auf, wenn man es so spielt wie ich. Jedenfalls, also ich sage jetzt nicht, dass es alles richtig ist. Ich habe halt viel Aufträge gemacht, wo ich keine Arbeit hatte. Gut, es waren eigentlich auch nur 6. Das Ballenstapeln hat verdammt nochmal viel Zeit gekostet. Es klingt immer nach immer so viel, wenn man wenn man so klingt, dass es schon 99 Stunden sind. Also ich knacke auf alle Fälle theoretisch morgen. Es ist Mittwoch, wo ich es aufnehme, die Folge. Sprich eigentlich gestern für euch dann. Habe ich die 100 Stunden eigentlich schon voll gemacht. Geplant war ja auch gestern, ich weiß nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht, ein Livestream. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das stattgefunden hat. Ich hoffe es. Und ja, er wird schon spannend werden. Ja, genau. Aber es hat der auch mittlerweile auch schon über 100 Kilometer drauf hier. Also das ist der Hammer. Und das hier hat jetzt natürlich auch hier ordentlich Stunden bis jetzt gefressen. Ne? Wenn man überlegt, ich habe hier
3. Septembertag um 11:30 angefangen. Hab jetzt nur die Nacht vorgespult und von um 6 an Kartoffeln gemacht. Bis auf die 20 Sekunden, 21 Minuten Folge von gestern. Wo wir mal gemulcht haben. Was noch nicht fertig ist, das muss ich auch noch fertig machen. Also wir haben hier ordentlich zu tun. Die Kartoffelfelder müssen gepflügt werden. Also wir haben ordentlich zu tun. Aber das ist ja auch das Schöne. Ich will ja das ordentlich machen und ordentlich kämpfen. Alles. Und das heißt, ich muss hier dran. Können wir mal eigentlich mal gucken. Ja, also für Vorspulen reicht es nicht mehr. Das heißt, ich muss heute nochmal, auf alle Fälle heute nochmal die Kühe versorgen, aber das ist das geringste Übel. Das ist auf alle Fälle das geringste Übel. Schade, ich dachte, ich nehme hier gleich 3 rein mit. Ich weiß, das ist eigentlich auch nicht richtig, aber ja, ich will ja auch jetzt langsam fertig werden. Frisst alles Zeit. Oh, wie ich gerade sehe. Warum war jetzt hier auf 0 gestellt? Keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht. Und jetzt kommt langsam bei mir auch der Hunger durch. Verständlicherweise. Viel gegessen habe ich nämlich heute noch nie. Oh. Also das müssten wir eigentlich ja, schön alles wegkriegen. Aber na gut. Meine Vermutung ist, dass wir es heute nicht schaffen, aber das ist nicht schlimm. Ihr werdet das Ende nicht sehen. Es ist aber so gut wie beendet. Die Kartoffelernte. Yippie-yay, Schweinebacke, ne? Wenn wir dann spätestens dann, wenn ein Livestream stattgefunden hat, werdet ihr es dann am Donnerstag gesehen haben. Kann sein, dass ich aber heute noch streame, wenn dann werdet ihr das ja schon sehen. Weil dann bin ich nämlich schon live. Das weiß ich noch nicht. Genug zu tun haben wir auf alle Fälle. Ja. Und wenn dann halt von, ja, roundabout 15 Uhr bis jetzt, aber ich denke eher nicht, weil ich müsste eigentlich, nee, Freitag, aber also heute auf alle Fälle nie. Ich müsste dann hier wieder neue Folgen für euch aufnehmen. Für Wochenende. Dadurch, dass ich ja leider Gottes arbeiten bin, kann ich nicht am Samstag produzieren. Also die Landesumfolgen gehen schon. Aber dadurch, dass ich Samstag erstmal noch bei meinen Eltern helfen muss, kann ich die nicht am Samstag produzieren. Und dadurch, ja, wird das am Freitag passieren. Aber die Großmordorf-Folgen sollen ja auch pünktlich kommen. Sprich, ich werde dann am Samstag schöne 3 Folgen aufnehmen. Aber Sonntag ist für mich erstmal auch ein Stream noch geplant. Da ist aber noch offen tatsächlich, welche Karte.
Also, es kann sein, dass wir auf die RPG gehen, wenn das Team was macht. Aber es kann auch sein, dass wir auf die Mecklenburg-Vorpommern gehen, wenn Matze Lust hat. Zu tun haben wir da auch, so ist es nicht. Und dann kann noch passieren, dass wir auf, oder halt hier. Und zu den Plänen in der nächsten Woche kann ich leider auch noch nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie genau ich an welchen Tagen arbeiten bin. Was ich weiß ist, ich habe auf alle Fälle späte Schicht. Also von, wenn dann erst so gegen 22, 30 zu Hause, dann wird es dann halt mal abends ein bisschen gestreamt oder ich streame vielleicht auch noch vormittags. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Aber fleißig so werden wir auf alle Fälle sein. Aufnahmen müssen dann natürlich auch weiter produziert werden. Ich freue mich auch jedes Mal drauf, auch wenn ich bisschen ja, viel zur Zeit immer das gleiche sage. Aber das ist halt leider Gottes so. Ich komme halt Stück für Stück halt nur voran. Ich wollte jetzt langsam sagen, langsam ist es ja nicht. Wenn man halt Kartoffeln ernten, ist ja halt nicht die schnellste Art. Von Feldarbeit. Ja, und im Oktober, November werden wir dann hier pflügen und Öhrettich noch rausbringen. Wir haben also wirklich genug zu tun. Ich glaube, hier sollte eigentlich, war hier Mais oder Weizen, ich weiß es nicht, ist ja auch jetzt egal. So. Aber wenn wir jetzt mal hier ins Lager reingucken, können wir ja auch mal machen. Oh, hier sind schon 389.000 Liter. Also es kommen auf alle Fälle, wir kommen auf alle Fälle über 400.000. Damit ist das Lager auch schon über 40, 50% voll. Dafür, dass ich aber auch noch vier Fuhren komplett verkauft habe, habe ich auch noch mal gute 100.000, ja, fast 120.000 verschenkt. Also nicht im Lager, also verschenkt nicht. Ich habe ja was, ich habe ja Geld dafür gekriegt. Klar, nicht so viel wie jetzt, wo es für die Kartoffeln am meisten Geld gibt. Aber ich habe jedenfalls schon mal ein bisschen Geld erhalten. Und ja. Jetzt müssen wir natürlich jetzt hier ein bisschen gucken, wie wir das hier machen. Am besten in Sachen. Es wird jetzt langsam ein bisschen blöd hier. Aber okay, so ist es halt. Ja, aber wie gesagt, also das werden wir hier auf alle Fälle nicht schaffen. Denke ich mal nicht. Wir haben jetzt noch eine knappe Minute. Oder doch, wir machen das fertig hier. Doch, doch, wir machen das hier fertig. Es sind jetzt nur noch, wenn es hochkommt, drei Bahnen. Wenn wir Glück haben, vielleicht schaffen wir es an zwei. Also einmal hoch, einmal runter. Dann haben wir jedenfalls so weit das fertig, dass wir hier das hier jedenfalls auf dem Feld das Ding hier komplett leer haben und im Anhänger drin ist. Schaffen wir es mal nicht mehr in der Folge, das machen wir auf alle Fälle dann nicht.
noch offen ins Lager zu bringen. Oh, jetzt sind wir hier schön nah dran. Vielleicht schaffen wir jetzt drei Bahnen. Jawohl. So super. Aber näher ran geht's auch nicht. Dann fahre ich nämlich schon kaputt. Und das kriegen wir auf alle Fälle alles in den Anhänger ran. Jetzt kriegen wir auf 36.000 hoch. Und wenn wir dann runterfahren, dann kriegen wir vielleicht nochmal 1000 bis 1200 zusammen. Meine Einschätzung. Eigentlich dürfte ich hier nochmal von der Bahn voll werden. Das wäre natürlich jetzt suboptimal. Muss ich nicht weiterfahren. Aber damit wir hier so viel Platz haben zum Wenden wie nur möglich, und jetzt hier mal dann doch in der Außenansicht fahren, was ich ja generell eigentlich sehr ungern mache. Oh, siehst du, da habt ihr gesehen, Gerät steht noch am gleichen Ort. Oh. Ich habe nicht zu viel versprochen, was da bei 36.000. So, dann ziehen wir hier die GPS-Bahn noch hier rüber und dann geht's in die letzte Bahn. So. Naja, gut. Hat sich ja nochmal gelohnt hier, das Feld. Also das Feld hat sich wirklich gelohnt. Also ich würde sagen, von dem, was jetzt im Lager ist, plus das, was auf Anhänger ist, so ein 2/3 von diesem Feld. Ich habe doch gesagt, es sind zwischen 1200, sogar drüber. Mensch. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Jetzt springen wir mal komplett durch. So, das war's. Die Kartoffelernte. So, also in diesem Sinne will ich mich von euch verabschieden. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Däumchen da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt, dass die Kartoffelernte endlich abgeschlossen ist. Ich hoffe doch, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Morgen gibt es ja wieder zwei Folgen von der Lass um. Und bis dahin würde ich meinen Tschüss.